Hallo, ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie Sie die Nano-SIM-Karte in Ihr Apple iPhone 5 einlegen. Im Idealfall ist die Nano-SIM bereits aktiviert, dann können Sie dann direkt auch weitermachen. Ansonsten können Sie die Nano-SIM natürlich auch einlegen, während die Aktivierung der SIM-Karte noch läuft. Als erstes brauche ich das Gerät und zum anderen diesen kleinen, ja, dieses Öffnungswerkzeug. Dieses liegt in der iPhone-Verpackung bei der Bedienungsanleitung mit drin. Wir haben dann hier die rechte Seite des iPhone 5. Da ist so ein kleines Loch und da ist ein Schlitz. Ich gehe mit diesem Öffnungswerkzeug in diesen Punkt hinein und muss dann einmal sehr kräftig reindrücken. Und dann haben Sie hier gesehen, ist diese kleine Schublade rausgekommen. Und die versuche ich jetzt noch ganz rauszuziehen. So. Als nächstes wird die SIM-Karte eingelegt. Wichtig dabei ist, dass quasi die Kontakte nach unten zeigen. Ich nehme dann jetzt das Gerät und schiebe diesen Halter wieder so rum rein, wie ich ihn auch rausgenommen habe. Wie gesagt, Chipkarte nach unten, wenn das Display nach oben zeigt. Und schiebe das Ganze jetzt einmal rein und muss dann so kräftig drücken, bis es einrastet und nicht mehr raussteht. Ja, das war bereits das Einlegen der Nano-SIM-Karte in das neue iPhone 5.